Leute, ich bin heute von Frankfurt, von der IAA, schon an den Bielzerberg gefahren, ca. 250 Kilometer in diesem schönen Auto. Und zwar ist das ein 306 PS starker Mini John Cooper Works Countryman. Und ja, den habe ich heute abgeholt und mit dem werde ich auch die nächsten 24 Stunden verbringen. Und was wir damit alles anstellen werden, erfahrt ihr in diesem Video. So, wir sind am Bielzerberg angekommen, frühmorgens, Sonntagmorgens. Und jetzt geht's los. Wir haben erstmal ein Briefing und bekommen alles erklärt. Und dann geht's hoffentlich auf die Rennstrecke. Haben diese Minis auf jeden Fall bestanden. Es macht so viel Spaß, es ist pures Kart-Feeling. Vor allem mit den kleinen Mini John Cooper Works 3-Türern Cabrio ist es so lustig. Und wenn man dann auch noch die Traction Control ausmacht, macht es auch schon Spaß. Sie haben den Test auf jeden Fall bestanden und jetzt geht es gleich auf die Rennstrecke, hoffentlich. Rennstrecke oder Offroad? Rennstrecke oder Offroad? Offroad mit dem Countryman, das wird lustig. Weil das Ding ist, glaube ich, wirklich Offroad-tauglich. Also eigentlich ist diese Strecke für SUVs gedacht. Hier stehen nämlich überall so Schilder. Ja, super. Aber unsere kleinen Mini-Countrymans schaffen es genauso. Ups, das war ich. Wie geht's den Mitfahrern? Super, tipptopp. Country, check. Ich zeige euch jetzt, wie der Mini John Cooper Works Countryman von innen und von außen aussieht und auch unter der Motorhaube, weil das Auto bin ich ja gestern von der IAA zum Bielzerberg gefahren und jetzt kommt die Detailarbeit. Und zwar ist das ja das größte Mini-Modell, das es gibt und für Offroad-Gelände ausgelegt, hat unter der Motorhaube 306 PS. Dort ist ein Vierzylinder-Turbomotor zu finden. Die machen wir jetzt mal. Den zeige ich euch jetzt mal. Mache die Motorhaube auf. Zwei hier drinnen, ein kleiner Hebel, den man zweimal ziehen muss. Und dann ploppt die auch schon auf. Tada! Hier ist er. Der 306 PS starke Vierzylinder-Turbomotor. Von 0 auf 100 in 5,1 Sekunden. Finde ich
persönlich wirklich nicht schlecht und im Auto fühlt er sich echt schnell an. Es ist ein Sportautomatikgetriebe verbaut. Auf der Autobahn schafft man auch 260 km/h und das ist mit diesem Auto wirklich schnell. Da das Auto ja für das Offroad-Gelände ausgelegt ist, ist es natürlich auch ein Vierrad- bzw. Allradantrieb. Und wenn wir jetzt reingehen. So, wenn man hier in diesem Auto sitzt, sitzt man etwas höher als in einem normalen Mini, aber ich finde es trotzdem noch super sportlich. Das Lenkrad ist sehr sportlich und wie man hier sieht, sind dort überall diese roten Ziernähte verbaut. Und die sind auch hier im Schalthebel verbaut, weil das nur bei diesen Mini-John Cooper Works Modellen ist. Dann haben wir hier Pedal Shift, was auf der Autobahn und auch auf der Rennstrecke super viel Spaß macht. Und genau, es ist sehr bequem und vor allem auch hinten, da es ja mit das größte Mini-Modell ist, hat man auch hinten super viel Platz und auch super viel Beinfreiheit für so ein kleines, großes Auto. Also als ich in dieses Auto eingestiegen bin, sind mir sofort diese schwarz-weiß karierten Start-Ziel-Flaggen hier aufgefallen, die ab 200 km/h dort angezeigt werden. Bedeutet, wenn man über 200 km/h fährt, ist Mini sehr stolz auf einen, weil dann hat man anscheinend gewonnen. Und ja, das ist mir sofort aufgefallen und ich finde es super cool. So, es ist Zeit, um auf die Rennstrecke zu gehen und ich habe mir jetzt ein Mini John Cooper Works Countryman ausgesucht. 306 PS. Und andere fahren noch einen Clubman, aber der hat auch einen 306 PS. Aber wir werden so oder so schneller sein. Es wird lustig! Dynamikfläche, der Offroad-Parcours und die Rennstrecke, alle drei Sachen haben wir super bezwungen mit den 306 starken Boliden, mit den Minis. Es war ein super cooler Tag, hat super viel Spaß gemacht und vor allem die Rennstrecke war mein Lieblingspart. Ich war echt überrascht, wie schnell dieses Auto ist und ja, für mich geht es jetzt halt wieder zurück nach München. Wir werden jetzt halt mit dem Mini John Cooper Works Countryman 590 Kilometer nach München fahren, denn morgen fliege ich nach Amsterdam zu meinem Team wieder. Und ja, vielen Dank an Mini, dass ich dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Jetzt hör doch auf!